So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video von Frog Riders, ein Familienspiel von Eggert Spiele und Pegasus Spiele. Ab 8 Jahren empfohlen, dauert so 20 bis 30 Minuten, 2 bis 4 Spieler, ist eben ein Familienspiel. Pegasus hat ja jetzt gerade in diesem Frühjahr sehr viele Familienspiele rausgebracht und das reiht sich dann nahtlos ein. Sehr einfache Regeln, sehr leicht gespielt, aber eben trotzdem halt wirklich auch schön für Familien mit Kindern oder auch so für Leute, die halt jetzt nicht so Spiele mit ganz krassen Regeln mögen, sondern sich einfach hinsetzen wollen. Nett spielen wollen, das auch gerne häufiger spielen wollen, und ich werde euch jetzt zusammen mit Dave einmal eine Partie zeigen. Wir spielen zu zweit. Normalerweise kommt halt auf jedes Blatt hier auf diesem Teich so ein Froschreiter. Hier fehlt doch noch einer. Den stellen wir mal hier drauf. Und eigentlich erklärt sich das Spiel schon fast zum Draufgucken. Es gibt ja auch so wunderschöne Spielerübersichten. Und zwar, wer dran ist, kann einfach mit einem Frosch über einen anderen Frosch rüberhüpfen. Am Ende, also na, auf der anderen Seite muss ein leeres Feld sein. Das heißt, der könnte nicht hierhin hüpfen. Der kann aber hierhin hüpfen. Oder der könnte hierhin hüpfen. Oder der hierhin. Oder der hierhin. Das sind alle Optionen, die wir am Anfang haben, weil auf diese dunkelgrünen Felder dürfen wir nicht hüpfen, wenn wir nur zu zweit spielen. Die werden halt erst mit mehr Spielern benutzt. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Und das Spiel spielt sich, wie gesagt, wirklich sehr einfach. Das hier ist auch die Regelübersichtskarte. Phase A springen, Phase B hier das Dorf benutzen. Was man da macht, zeige ich euch gleich. Erstmal bekommt immer jeder Spieler vor Spielbeginn eine so eine verdeckte Karte, wo man angegeben ist, wofür er am Ende extra Punkte gibt. Ich bekomme für jedes Set aus 2 gelben Froschreitern, die ich gesammelt habe, 6 Punkte. Das heißt, habe ich insgesamt 6 Stück gesammelt. Wären das ja 3 Sets. Das heißt, das wären nochmal 18 Siegpunkte. Bei Dave sieht das ein bisschen anders aus. Der braucht ein Set von 2 roten und pro 2 rote, die gibt es halt ein bisschen häufiger, deswegen gibt es da nicht ganz so viele Punkte für, wird er immer 5 Punkte bekommen. Das ist im Normalfall aber verdeckt. Ich habe das jetzt nur offen, damit ihr es besser nachvollziehen könnt. Normalerweise weiß man nicht, was die Mitspieler sammeln. Normalerweise merkt man das aber sehr schnell, weil wenn einer ganz schnell 5 blaue bei sich steht, dann denkt man sich, okay, der wird wohl blau sammeln. So, hier stellt man dann noch die Figuren auf die außenliegende Siegpunktleiste, damit man, wenn man im Spiel Punkte bekommt, das schon markieren kann. Und dann kann das Spiel noch losgehen. Es gibt auch neben den privaten Zielen, die jeder Spieler am Anfang gezogen hat, gibt es auch mal öffentliche Ziele. Da gibt es, glaube ich, 6 verschiedene. 2 Stück davon werden immer ausgelegt. Das einmal heißt immer auf jeder Karte, so oft gibt es diese Karte im Spiel. Und einfach jeder Spieler bekommt am Ende für einen roten und einen blauen, den er vor sich liegen hat, halt nochmal 3 Punkte. Das ist auch immer, jede Karte wird einzeln berechnet. Das heißt, Dave würde bei dieser Karte erstmal gucken, wenn er irgendwie 6 rote und 3 blaue vor sich liegen hätte, dann würde er halt insgesamt hier ja 3 Sets haben und dafür 15 Punkte bekommen. Und hier hätte er auch 3 Sets, das heißt, das sind nochmal 9 Punkte. Sehen wir gleich bei der Wertung nochmal genauer. Und hier bei der anderen Karte, für jeweils 5 beliebige Froschreiter, die man hat, bekommt man 5 Siegpunkte. Ne? Also bei 5, 5, bei 10 10 Punkte, bei 15 5 Punkte, also im Prinzip zählt jeder ein Punkt, aber es muss eben immer ein komplettes Fünfer-Set sein. Die anderen Karten, die hier neben liegen, das sind so Aktionskarten, die teilweise auch einfach Punkte geben, teilweise haben irgendwelche Sonderaktionen ermöglichen oder irgendwo für extra nochmal Punkte geben, die erkläre ich euch gleich nochmal genauer. Und zwar könnte ich jetzt einfach mal anfangen und mein erster Zug könnte zum Beispiel sein, einfach hier rüber hüpfen. Dann würde ich jetzt einen roten Frosch bekommen. Ein roter Frosch bringt mir erstmal gar nicht so viel an Punkten und ich könnte hier auf das Set am Ende gehen oder ich könnte jetzt versuchen, irgendwie Phase B zu nutzen. Phase B ist immer ein Froschreiter ins Dorf tun und wir sehen hier, wenn man so einen roten Frosch ins Dorf tut, dann darf man danach Phase A nochmal machen. Also ich darf dann irgendwo drüber hüpfen. Also könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich würde gerne, keine Ahnung, so machen und dann hier rüber hüpfen. Und jetzt habe ich so einen braun. Mit braun kann man auch immer keine Sonderaktion machen. Dürfte ich eh nicht, weil ich darf nur Phase A nochmal machen. Das heißt, ich dürfte nicht über einen roten springen, roten hier rein tun, noch einen Zug machen, rot, 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 irgendwie ganz viel abräumen. Mit rot darf man immer nur einmal nochmal zusätzlich springen und dann nicht mehr eine Dorfaktion auslösen. Und braun heißt einfach, ich kriege dafür am Ende einen Punkt für jeden braun, den ich vor mir liegen habe. Außer, wenn ich zum Beispiel diese Karte hier habe, die heißt einfach für jeden braunen einen Punkt. Das heißt, wenn wir jeder braune sogar schon 2 Punkte werten, die Karte gibt es insgesamt 3-mal. Sollte ich es irgendwie schaffen, im Spielverlauf alle von diesen Karten zu bekommen, dann wäre jeder braune 4 Punkte wert und das wäre schon echt krass viel. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kommt man an diese Karten? Und zwar ist es so, man kann hier, also jetzt wäre Dave dran, Dave könnte jetzt zum Beispiel hier rüber hüpfen, würde jetzt diesen blauen bekommen und könnte auch sagen, statt den zu nehmen, weil er hätte ja eh viel lieber die roten, tut er dem auch hier ins Dorf und kann jetzt eben die andere Aktion nutzen und kann sich jetzt überlegen, ob er die Karte haben möchte, wo jeder braune einfach einen Punkt mehr wert ist, oder ob er zum Beispiel diese Karte haben möchte, immer wenn er auf ein Rosenblatt hüpft, dann bekommt er dafür einen Punkt. Die nimmt er einfach mal.
Das heißt, immer wenn er jetzt auf solchen Feldern hier landet, bekommt er dafür einen Sonderpunkt und hier wird sofort nachgefüllt. Und ja, hier liegen noch andere Karten, zum Beispiel die Karte, bei der bekommt man, also hier, ich zeige euch die mal, die zählt einfach wie zwei zusätzliche rote Froschreiter, die vor einem stehen, bringt einem aber auf jeden Fall zwei Minuspunkte, aber durch irgendwelche Sets kann man damit wahrscheinlich mehr Punkte noch machen. Die Karte hier bringt einem am Ende auch zwei Pluspunkte. So im ersten Take habe ich gerade Blödsinn erzählt. Mit der Karte darf man einfach das machen, was da draufsteht, und zwar einen Frosch diagonal überspringen. Es gibt noch eine Karte, die funktioniert, sieht ähnlich aus, funktioniert ein bisschen anders. Und mit der Karte hier, wenn man sich die nimmt, da kann man Anlauf nehmen. Das heißt, man darf alle leeren Felder da drüber rennen und dann seinen Sprung machen. Das heißt, in dem Fall jetzt könnte der Blaue zum Beispiel hier hingehen, zack, und dann da erst rüber hüpfen. Aber dafür braucht man halt die Karte, mit der man dann diese Sonderregeln hat. So, dann bin ich wieder dran. Das heißt, ich hüpfe jetzt mal hier hin und nehme dann den Blauen, tue den jetzt mal ins Dorf und nehme dann gleich den, dass ich für die Braunen am Ende einen Punkt mehr bekomme. Das heißt, der zieht jetzt sogar schon zwei Punkte. Also ist jetzt Dave dran. Dave kann natürlich überlegen, entweder die Roten zu sammeln. Er versucht natürlich gerne auf Blütenblättern zu landen. Also wird er einfach mal hier hüpfen. Das heißt, er ist auf dem Blütenblatt gelandet, kriegt also einen Punkt und bekommt eben diesen Roten. Ich weiß nicht, dass er Rote sammelt, aber habt ihr vielleicht schon mal eine Ahnung. Und Rot und Blau wäre für ihn jetzt auf jeden Fall ganz gut. Ja, dann bin ich schon wieder dran. Ich könnte also jetzt zum Beispiel hier rüber hüpfen, mit diesem Braunen nehmen und dafür noch einen Punkt bekommen. Dann wäre Dave schon wieder dran. Dave würde sich jetzt natürlich sehr darüber freuen. Da könnte zum Beispiel hier drüber hüpfen, würde dann den bekommen, hätte jetzt ein erstes Set voll und würde hier nochmal einen extra Punkt bekommen. Das heißt, allmählich hätte ich vielleicht auch gerne mal eine coole Karte. Das heißt, ich hüpfe mal hier rüber, nehme mir jetzt diesen Blauen und schicke den auch gleich mal ins Dorf und könnte mir jetzt zum Beispiel, ja, ich weiß nicht so wirklich, was da Sinn macht. Aber ich glaube, diese Karte hier ist super cool, dass man Anlauf nehmen kann und dann springen kann. Dann kann man nämlich auch die ein bisschen abgeschieden sind. Spiel ist zu Ende, wenn keiner mehr, also wenn ein Spieler keinen legalen Zug mehr durchführen kann, also selbst wenn ich jetzt immer die coole Sache hier machen könnte, aber Dave irgendwann dran ist und nichts mehr geht, dann ist das Spiel leider trotzdem vorbei. Also sollte ich vielleicht auch ein bisschen darauf achten, dass Dave im Spiel bleibt und dann wird das Ding hier gleich mal wieder nachgefüllt. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, was machen die Gelben? Wenn ich einen gelben Frosch einsammle, kann ich den auch ins Dorf tun und mir dafür einen anderen Frosch nehmen, etwa um irgendwie ein Set zu erfüllen oder sowas. Wobei ich natürlich die gelben Frösche haben möchte. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit denke, ich möchte die blauen haben. Aber das ist auf jeden Fall ganz cool. Das heißt, jetzt ist Dave wieder dran. Dave sammelt natürlich rote und eigentlich auch gerne blaue. Aber er guckt mal, was er jetzt so Schickes machen kann. Und er, na, hier wird, also der braune ist für ihn nicht so ganz interessant. Die Karte, die hier aufgedeckt ist übrigens, wenn man selber die wenigsten Froschreiter hat, dann bekommt man 5 Punkte dafür und an sich bringt die Karte auch schon mal 2. Das heißt, die kann bis zu 7 Punkte wert sein. Also würde Dave jetzt natürlich gerne einen roten haben nochmal und vielleicht auch einen blauen. Mal gucken, ob er das irgendwo bekommen kann. Er könnte zum Beispiel so machen, dann hat er einen blauen und bekommt nochmal einen Punkt dafür. Das ist also auch schon ganz gut, während des Spiels nochmal Punkte zu machen. So, dann bin ich dran. Ich könnte jetzt zum Beispiel so machen und hier den Roten einsammeln. Dann könnte ich den Roten gleich ins Dorf schicken und dann meine Spezialfähigkeit mit dem Anlauf ausnutzen und dann hier quasi rüberspringen. Hätte ich auch noch so ein Ding mit einem Blütenblatt, wäre es natürlich ziemlich geil. Gibt es auch dreimal. Und sammle jetzt den Gelben ein. Das ist der erste, den ich für mein Set bekomme. Und dafür kriege ich natürlich auch richtig viele Punkte. Dann ist Dave schon wieder dran und Dave möchte gerne noch, er möchte auf jeden Fall eigentlich gerne noch einen Blauen. Das heißt, er hüpft einfach mal hier rüber, hat jetzt den Blauen. Das heißt, er hat jetzt schon mal das Set hier zweimal voll und das Set einmal. Sprich, das wären aktuell immerhin schon mal 11 Punkte, plus das, was er eh schon hat. Und er weiß natürlich nicht, wofür ich Punkte bekomme, aber potenziell sieht er schon mal ganz gut aus. Also komme ich wieder dran. Ich hätte natürlich gelbe, das wird Dave jetzt auch gleich merken, weil ich kann jetzt hier wieder zack, Anlauf nehmen und den hier einsacken. Ich finde diese Fähigkeit, die ist schon echt mächtig auf jeden Fall. Das heißt, man sollte vielleicht zusehen, dass man da auch an Karten rankommt. Also könnten wir gucken mal. Dave holt sich jetzt einfach mal mit dem Blauen hier. Er ist auch wieder aus dem Blütenfeld gelandet. Also bringt das auch noch gleich einen Punkt. Und er holt sich mal die Karte. Oh, Moment, hier muss noch vorher eine neue hingelegt werden. Für jedes Set aus Karte und Frosch am Ende einen Punkt bekommen. Er möchte viel lieber diese Karte hier haben, wo er jetzt auch diagonal über Frösche hüpfen kann. Und dann kommt hier eine Karte. Immer wenn man auf Rosenblättern landet, bekommt man einen Punkt. Die wäre für mich natürlich wieder super interessant. Aber da komme ich gerade nicht so wirklich ran. Aber braun, gelbe hätte ich natürlich gerne. Braune sind für mich aber auf jeden Fall auch gut. Das heißt, ich hüpfe mal hier hin und sage mir jetzt den hier ein. Habe dann immerhin hier schon 2, 4, 6 Punkte. Mit dem hier 12 Punkte. Von den Sets habe ich gar nicht so viel. Aber hier habe ich auch noch eins. Nochmal 5 Punkte. Das heißt, da wäre ich in der Theorie Dave gerade ein bisschen voraus. Und dann ist Dave dran und ja, Dave freut sich natürlich immer über
rote und sackt deswegen einfach mal den hier ein, behält den auch, kriegt dafür hier noch einen Punkt, weil er wieder aus dem Blütenfeld gelandet ist. Dann komme ich wieder dran. Für mich jetzt doof, weil eigentlich wollte ich hier über den gelben rüberspringen. Das hat Dave mir jetzt natürlich total verhagelt. Auch hier kann ich mit gelb irgendwo drüber springen. Hier funktioniert das auch nicht so wirklich. Das heißt, ich würde einfach mal den hier einsacken und ja, werden auch mal 2 Punkte. Dann kommt Dave wieder dran. Dave überlegt sich, ob er noch so eine Karte haben will. Die könnte er sich potenziell holen und er hofft einfach mal, dass er noch auf ein paar Blütenblättern landet. Deswegen tut er den blauen, könnte er natürlich auch behalten für noch mehr Sets hier. Er hofft einfach mal, dass er mit dieser Karte hier mehr Punkte rausholen wird. Das heißt, jetzt bekommt er den Bonus für Blütenblätter schon doppelt, was natürlich gut ist. Und mit der Option hier kann man sich jetzt entscheiden, ob man wie immer den Froschreiter einsammelt, den man übersprungen hat, oder den, mit dem man übersprungen hat. Das heißt, das ist auch ganz nett. Aber ihr seht schon, die blauen gehen auch allmählich zu Neige. Das heißt, da bekommt man, also hat man gar nicht mehr so viel Chance drauf. Und aktuell habe, glaube ich, wenn, dann ich die besten Chancen, mir da einen nochmal zu sichern. Also würde ich mir aber vielleicht eher nochmal gelb holen. Das heißt, ich hüpfe hier rüber, bekomme den jetzt. Ne? Jetzt ahnt Dave schon, okay, wahrscheinlich wieder gelb sammelt. Ich weiß noch nicht so ganz, was Dave sammelt. Wahrscheinlich blau und rot, aber ist ja auch hier ein Ziel. Das heißt, Dave kann ja auch diagonal hüpfen. Vielleicht bringt ihm das ja irgendwas. Ne, bringt ihm leider nichts, um irgendwie nochmal Punkte zu sammeln. Das heißt, vielleicht wäre die Karte für ihn ganz gut, aber er kommt da gerade nicht so wirklich ran. Und mir jetzt natürlich einfach so gelbe nur weg zu, ja, hilft auch nicht viel. Das heißt, ich glaube, was das Sinnvollste, was er gerade machen könnte, wäre einfach noch mehr rote zu sammeln. Und am besten, indem er auf einem Blütenblatt landet. Das geht aber gerade nirgendwo, so, nee, nicht, dass ich es wüsste. Also hüpft er mal hier rüber, zack, sammelt den jetzt ein, bekommt dafür erstmal wieder keinen Punkt. Das findet Dave natürlich immer ein bisschen schade. Jetzt komme ich, sammle einfach mal dankbar den hier ein. Das sind auch nochmal wieder 6 Punkte für mich gewesen. Also einer bringt einfach 3 Punkte. Und dann möchte Dave gerne, weil er das jetzt schon ahnt, den gelben aus der Schussbahn bringen und hüpft einfach mal hier hin, weil er kann ja jetzt auch diagonal hüpfen, ist damit auf dem Blütenblatt gelandet und bekommt den. Der ist für ihn einfach nur 1 Punkt wert. Also ich kann jetzt immerhin hier rüber hüpfen und bekomme das Ding. Das ist halt auch nochmal ganz gut Punkte wert. So, Dave kann jetzt diagonal hüpfen. Jetzt natürlich die Frage, ob er mir hier den gelben klaut, den ich sonst sicher bekomme. Und wenn man das Spiel schon ein paar Mal gespielt hat, weiß man, okay, für gelbe, da kann es richtig viele Punkte geben. Aber als aufmerksamer Minion, der ist, kann er das jetzt einfach nicht zulassen. Hüpft hier rüber, nimmt sich den und hat er jetzt einen gelben bekommen. Den gelben kann er jetzt auch wieder, ja, das ist das Gute daran, hier ins Dorf schicken, eine Dorfaktion machen. Und dann, es ist nur noch ein einziger Roter auf dem Spielfeld. Er weiß nicht, ob er den bekommt oder nicht. Das heißt, er nimmt mal lieber den blauen, weil dann hat er noch ein weiteres Set voll. Und das war ganz schön clever von Dave, muss ich sagen. Dann bin ich wieder dran. So, wir sehen schon, das Spiel nähert sich dem Ende. Meine ganzen Anlaufaktionen, die bringen, also es gibt auch fast gar keine legalen Züge mehr. Ich könnte jetzt nur hier rüber hüpfen, dann ermögliche ich Dave aber auch wieder Züge. Oder ich sage, ich renne mal hier hin, hüpfe hier rüber und sammle dann den ein, der einfach auch mal 2 Punkte für mich wert ist. Und Dave kann jetzt sogar noch was tun. Das heißt, in dem Fall muss, also er hat sogar noch relativ viele Optionen. Er könnte einfach mal hier rüber hüpfen, sich da, oder er kann das leider nirgendwo so machen, dass er auf dem Blütenblatt landet. Das ist natürlich ärgerlich, also mit dem auch nicht. Also hüpft er einfach mal drüber und sackt dann den ein. Das ist ein brauner für ihn immerhin auch ein Punkt. Dann bin ich dran und ich muss mal gucken. Ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Ich kann hier keinen Anlauf nehmen. Ich kann hier, stehen hier alle am Rand. Mit dem hier komme ich nirgendwo rüber. Mit dem komme ich auch nirgendwo hin. Das heißt, ich habe keinen legalen Zug mehr, den ich machen kann. Spiel vorbei. Das heißt, jetzt hat Dave im Spielemann schon mal 6 Punkte gesammelt. Jetzt werden erstmal die persönlichen Aufgabenkarten enthüllt. Das heißt, für jedes Zweier-Set bekomme ich 6 Punkte. Ich habe ein Zweier-Set leider nur gesammelt. Das heißt, das sind 12 Punkte für mich. Dave hat immerhin dieses Set hier, dass er für jedes 5 Punkte bekommt. Er hat das 2-mal erfüllt, also bekommt er dafür nochmal 10 Punkte, ist damit immerhin schon auf 16, dann sind die abgehandelt. Hier bekomme ich jetzt leider gar keine Punkte, weil ich nicht ein einziges von diesen Sets gesammelt habe. Dave hat das immerhin 1, 2, 3 Mal, das heißt 3 mal 3 sind nochmal 9 Punkte für ihn, damit ist er schon bei 25. Hier für pro 5, die man gesammelt hat, ich habe 2, 4, 6, 8, 10, das heißt, dafür bekomme ich genau nochmal 10 und bin dann bei 22. Dave hat 2, 4, 6, 8, 9. Ihm fehlt genau einer. Das ist natürlich ärgerlich. Damit bekommt er nur einmal immerhin 5 Punkte, aber zieht trotzdem ganz schön vorbei. Und dann kommt jetzt aber mein großer Moment, hoffe ich, weil Dave hat 2 hiervon. Die bringen ihm jeweils 1 Punkt, also 2 Punkte. Es kommen auch mehr Punkte dazu, die darf ich nicht vergessen. Und bei mir zählt einfach jeder von den braunen 2, also 2, 4, 6, 8,
10, 12 Punkte, die ich nochmal dazu bekomme. Damit habe ich dann 34 und dann sind hier noch Punkte auf den Aufgabenkarten teilweise drauf. Das heißt, hier bekomme ich nochmal 3, bin dann auf 37. Dave bekommt hier nochmal 2, ist dann auf 34. Sonst sind nirgendwo mehr Karten, wo noch Punkte drauf sind. Das heißt, das ist jetzt einfach das Endergebnis und oh, ihr habt die Wertung gar nicht wirklich gesehen. Hier steht es jetzt 34 zu 37 Punkten und das ist jetzt das Endergebnis. Und wenn man das Spiel halt mit 3 oder 4 Spielern spielt, dann sind einfach noch mehr Frösche. Also die Felder hier außen sind noch alle belegt, die können ganz normal benutzt werden und sonst ändert sich eigentlich nichts groß an den Regeln. Das heißt, man hat immer genau die gleiche Anzahl an Zügen. Also man hat da ein paar mehr Frösche, deswegen hat man ein paar mehr Züge insgesamt. Darum dauert das Spiel natürlich ein bisschen länger, aber insgesamt ist die Anzahl an Zügen ja immer die gleiche. Also egal, ob ich jetzt mit 3 oder 4 Spielern spiele, wenn ich mit 3 Spielern meinetwegen 30 Sprünge machen könnte, kann ich das zu viert eben auch. Dann hat eben nur jeder Spieler insgesamt weniger Züge. Das heißt, da ändert sich an der Spieldauer nicht wirklich viel. So, und das war jetzt einmal eine ganze Partie Frog Riders. Hat, glaube ich, nicht so wirklich lange gedauert im Video. Und ich denke, ihr könnt jetzt schon ganz gut selbst einschätzen, ob das Spiel was für euch ist oder nicht. Also wenn ihr jetzt zu den Vielspielern gehört, die eher was Tiefstrategisches suchen, dann wisst ihr schon, das ist gar nichts für euch. Das ist halt wirklich ein nett gemachtes Familienspiel, das ein sehr altes, bekanntes Spielprinzip aufgreift. Eben mit den verschiedenfarbigen Fröschen und mit den Punktekarten und mit den Aktionskarten dem Ganzen noch ein bisschen Pep gibt. Und das finde ich wirklich nett gemacht. Also es ist wirklich, Familie heißt in dem Fall wirklich, glaube ich, Zielgruppe Familienspiel. Also wenn ihr halt Kinder habt, die auch noch nicht irgendwie alles kennen und die eben gerne neue Spiele mögen und auch eben so einfache Spiele, die sie eben auch gut unter sich spielen können. Also da kann man, glaube ich, auch 2 8-Jährige oder 9-Jährige gut mit alleine lassen und die haben dann da Spaß dran, können das auch ohne Erwachsene spielen. Erwachsene können auch mitspielen, ohne dass die gelangweilt werden. Und es gab so einen ähnlichen Versuch auch von Heidelberg oder von Fantasy Flight. Die haben eben Käsekästchen genommen und das mit so einem Android Netrunner Cyberpunk-Thema aufbereitet und auch mit irgendwelchen Aktionskarten und Sonderfunktionen und so. Das war auch von der Grundidee her ganz spaßig, aber es hatte eben dieses futuristische Thema und es war eher so, also Leute, die diese Spiele kaufen von denen, das sind halt eher nicht so die Familienspieler und das war dann schon eigentlich eindeutig eher Richtung Familie gedacht, aber das Thema und die ganze Aufmachung ging halt vollkommen dran vorbei und das ist hier eben wirklich gut gemacht. Das hier sieht aus wie ein Familienspiel, spielt sich wie ein Familienspiel, es fühlt sich an wie ein Familienspiel, es ist von der Komplexität her, also ihr habt es gesehen, es ist super schnell erklärt. Ich meine, das hier ist diese Hilfekarte und da sind im Prinzip alle Regeln drauf erklärt. Einfach rüberspringen, gegebenenfalls Aktionen ausführen, fertig. Dann eben noch ein bisschen strategisch gucken. Da bekommt man so nach 1, 2, 3 Partien einen Blick für, dass man eben auch guckt, was hat mit der Mitspieler und was hat der vielleicht für Optionen und wo spiele ich mir am besten irgendwie Figuren frei. Weil es ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt hier diese gelben nicht bekommen habe. Das wären nochmal 6 Punkte mehr für mich gewesen, aber ich habe ja auch so dann noch ganz gut gewonnen. Und hier sind natürlich noch ein paar mehr Karten drin, die aber im Wesentlichen alle ähnliche Dinge machen. Ne? Hier bekommt man 2 blaue dazu, verliert dafür Punkte. Hier einfach nur 4 Punkte. Hier nochmal dieses Rosenblatt. Wer die wenigsten Karten hat, bekommt 5 Punkte. Hier darf man eben auch diagonal springen. Das heißt, man könnte so springen und sich dann den hier einsacken. Dann wäre die Partie jetzt auch noch ein bisschen, hätte sie zumindest noch eine Runde länger gedauert wahrscheinlich. Und das sind also im Prinzip, habt ihr jetzt einmal alle Karten gesehen. Hier kriegt man pro 2 Karten 2 Punkte, die man hat. Und das sind so alle Möglichkeiten, die es da gibt. Und wie gesagt, also ich würde sagen, für Familien ist das auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Also müsst ihr halt gucken, ne, ob das euch jetzt wirklich anspricht, ob ihr sagt, hey, das ist nett, das könnte ich mir vorstellen oder eben nicht. Das hängt ja auch immer oftmals dann sehr vom Thema und anderen Faktoren ab, ob man das anspricht oder nicht. Aber so von der generellen Art her ist das eben, wie schon jetzt 5-mal gesagt, ein wirklich klassisches Familienspiel. Das halt für hart, also in meinen Spielrunden bräuchte ich das nicht auf den Tisch bringen. Da würden das alle einmal spielen, würden sagen, ja, ist ganz nett, jetzt das ist das richtige Spiel. Terraforming Mars oder King Death Monster oder Cthulhu Wars oder was auch immer. Aber wie gesagt, trotzdem, das ist eben auch nicht die Zielgruppe, steht ja auch eindeutig Familie drauf und nicht Kenner oder Experte oder Nerd, Freak, Geek, was auch immer. Und ich denke, ihr könnt jetzt ganz gut selbst einschätzen, ob das was für euch, eure Familie, euren Freundeskreis ist. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht nur, ne, ist es kein Kinderspiel. Man kann das auch so, wenn ihr jetzt irgendwie vielleicht auch irgendwie Familie habt und irgendwie Mama und Papa auch schon gerne spielen, aber die jetzt auch nicht stundenlang sich eine Regel anhören wollen, dann kann man das eben auch rausholen. Das ist eben nett, flott runtergespielt und daher denke ich eine ganz gute, sinnvolle Ergänzung für so eine Familienspielesammlung. Das war's von Dave und mir. Wir sagen bis bald und tschüss.